Im Wald traf sein Ornanodruiden namens Hiravias. Er gab Zwillingssohn als sein letztendliches Reiseziel. Ein Mann habe in der Zwischenzeit gerne etwas zu erkunden. Außerdem schien er begierig auf die Sicherheit einer Gruppe zu sein. In Trutzbucht fandest du einen Tempel von Wudika, der angeblichen Schutzgöttin des bleiernen Schlüssels, der aber schon vor langer Zeit niedergebrannt ist. Ein Geist dort deutet an, dass ein Teil des Tempels unterirdisch sei. Von den Katakomben unterhalb von Trutzbuch fandest du einen Weg in den Wodika-Tempel. Dort infiltriertest du den bleiernen Schlüssel und fandest mehrere vielversprechende Spuren hinsichtlich ihrer Tätigkeit, von denen du dir versprachst, dass sie dich zu dem Mann aus den Ruinen führen könnten, der dort die Maschine gestartet und damit deine Erweckung verursacht hatte. Adolf offenbarte dir, dass seine Seele erweckt sei und er sein Bewusstsein mit einer rohen, aber recht munteren Frau namens Isilmir teilte. Im Sanatorium von Farnheim fandest du den Mann, nach dem du gesucht hattest. Er hatte den Körper eines dortigen Patienten übernommen und schien diesen zur Ruinierung der Karriere eines Mannes zu benutzen, der einst einer der renommiertesten Beseelten des Dürrwalds gewesen war. Ein Mann, der an einer Heilung für Whitewinds Vermächtnis gearbeitet hatte. Der Mann hatte kein Interesse daran, dir mit deiner Erweckung zu helfen, zumindest nicht freiwillig. Er floh überhastet aus dem Sanatorium und schickte seine Seele von Körper zu Körper. Er überließ es dir, das Durcheinander zu beseitigen. Du wurdest von Lady Webb der Dunrichstraße herbeigerufen, die etwas darüber zu wissen schien, was du bist und was du getan hattest. Du trafst Lady Webb in ihren Gemächern in Haus Hadrid. Sie wollte den Grund für deine Verfolgung des bleiernen Schlüssels wissen und konnte dir etwas über den Mann erzählen, nach dem du suchtest. Taos Ix Arcanon. Einem Mann, der mit perfekter Erinnerung an seine vergangenen Leben wiedergeboren wird und Verschwörungen einfädelt, deren Verwirklichung ganze Lebensspannen dauert. Palegina, ein Paladin aus den Valianischen Republiken, zeigte sich von deiner Behandlung eines leichtsinnigen Kaufmanns beeindruckt und bot dir ihre Zusammenarbeit an, um deinen Interessen und denen ihres Dux zu dienen. Du fandest das Viertel Erbhügel verlassen und verfallen und von verfallenden Kreaturen überrannt vor, die weder lebendig noch richtig tot waren. Mit Hilfe des Beseelers namens Artem und einer Expertin für alte Sprachen namens Ikanta, die trotz ihrer eigenen Tode noch handlungsfähig waren, erfuhrst du, dass die Maschine oben im Turm in Erbhügel auf Tir Nowev die Fähigkeit hat, Seelen in ihren Körpern zu verankern, weswegen sie sich diese selbst im Tod noch bewegen können. Ikanta erklärte, dass es außerdem noch weitere im ganzen Dürrwald verstreute Maschinen ähnlicher Bauart gebe, die als Verstärker fungieren und Seelen von einem Ort zum nächsten schicken. Du zerstörtest die Maschine auf Tir Novend und die von ihr gefangen gehaltenen Seelen lösten sich mit ihr zusammen auf. Du spürtest eine merkwürdige Verbindung zu einer Frau, von der du instinktiv als die trauernde Mutter denkst. Sie schloss sich dir in Dürford an, aber seitdem scheint sie niemand sonst bemerkt zu haben. Letztendlich erfuhrst du, dass Edeas Bruder Woden im Krieg des Heiligen nach einem Treffen mit Whitemane persönlich für Rhaeceras gekämpft hatte. Edea wurde bewusst, dass er wohl niemals erfahren würde, weshalb sie seinen Bruder zur Unterstützung Whitewinds entschlossen hatte. In der Ruine von Cliabhan Rilak fandest du noch mehr leichenfahle Mitglieder des Bleiernen Schlüssels, die anscheinend nach einer Art von Selbstopfer gestorben sind, das auf irgendeine Weise die inventarische Maschine dort katalysiert hatte. Als Wächter warst du in der Lage, die letzten Augenblicke der Agenten zu durchleben, und dadurch wurde dir klar, dass diese Maschinen eine Rolle bei Whitewinds Vermächtnis spielten. Du begannst mit der Erkundung der ausgedehnten Verliese unterhalb deiner Burg. Keiner fand die Tafel, musste aber feststellen, dass sie vor langer Zeit zerstört worden war. Du erschlugst den Mächtigen Thronräuber Kolsk, was für Fürst Rhaedric den Siebten die Konsolidierung seiner Macht über Goldtal ermöglichte. Nach allem, was du gesehen hattest, konntest du Lady Webb davon überzeugen, dass der bleierne Schlüssel hinter Whitewinds Vermächtnis steckt und dass es zu ihrer Verschwörung gehört, Besenna die Schuld dafür zuzuschieben. Sie riet dir, Duk Ewa Wolfsgrinsen aufzusuchen, der derzeit in seinem Palast Anhörungen über die Zukunft der Beseelung abhält. Sie war der Meinung, dass er dir zuhören würde, sofern du dir eine Einladung zu den Anhörungen verschaffen könntest. Du konntest die Schmelztiegelritter überzeugen, dich ihrer Delegation bei den Beseelungsanhörungen anschließen zu lassen. Obwohl deine Argumente bei den Beseelungsanhörungen nur wenig Gewicht hatten, plädiertest du gegen den bleiernen Schlüssel. Bevor Duk Ewa aber seine Verkündung beenden konnte, übernahm Taos den Körper eines Beseelers und ermordete den Duk, was ganz Trutzbruch in den Wahnsinn stürzte. Du folgtest Taos Spur zur Dunrichstraße, deren Medien du allesamt ermordet auffandest, darunter Lady Webb. Durch die Untersuchung ihrer Seele nach dem letzten Moment ihres Lebens konntest du jedoch erfahren, dass sich Taos als nächstes nach Zwillingsulmen begeben würde. Adolf gestand, ein Mitglied des bleiernen Schlüssels zu sein, behauptete aber, dir dabei helfen zu wollen, ihn aufzuhalten.
nachdem er erfahren hatte, welche Verbrechen die Organisation im ganzen Dorf begangen hatte. So stimmte es zu, mit ihm gemeinsame Wege zu gehen. In Zwingungsholm musstest du feststellen, dass die meisten Stadtviertel Auswärtigen verschlossen waren. Du konntest die Armen im Pfad aber davon überzeugen, dich hineinzulassen. Ihre eigene Position bei den Frères Mascansolinas in großer Gefahr bringend, veränderte Palingena die Bedingungen des Handelsabkommens der Dux, um die Republiken daran zu hindern, den Glafantanern ihre Geschäfte mit dem Dirwald zu stehlen. Am Fuße zweier riesiger Bäume trafst du zwei Denimgun-Schwestern, die dir erklärten, dass du einer falschen Sache nacheifern würdest und dass keine Erweckung rückgängig gemacht werden könnte. Trotzdem sahen sie noch Sinn in deiner Suche und erklärten, dass du die Probleme deiner Seele vielleicht nicht nichtsdestotrotz lösen könntest, sofern du ihren Grund fändest. In beiden Fällen gilt nur Taos besitzt das Wissen, nach dem ich suche. Ich werde ihn in die unterirdischen ingvitanische Stadt namens Sonne im Schatten verfolgen. Die Denimgun boten mir einen Weg dorthin an, aber dabei handelt es sich um einen, den ich ohne die Intervention der Götter nicht beschreiten kann. Hivarias traf Skat in einen anderen Druiden, mit dem er die Helmstagier-Gestalt gemeinsam hat. Hivarias arrangierte sich mit seiner vor langer Zeit erlittenen Wunde und den darauffolgenden Ächtungen. Schließlich fandest du Persok, der als Hirsch wiedergeboren worden war. Leider war er von glafantanischen Jägern bereits tödlich verwundet worden. Slagani hatte gerade noch genug Zeit, ihm davon zu erzählen, wie sehr Masso von seinem Mächtnis profitiert hatte. Du erfuhrst, dass die trauernde Mutter einige der ersten Hohlgeburten im Dürrwald auf die Welt gebracht hatte. Aus Angst um ihr eigenes Leben und das der Kinder sorgte sie dafür, dass ihre Eltern sie als vollkommen und gesund ansahen. Du aber versichertest ihr, dass dies notwendig und zu rechtfertigen war. Riela gab dir eine Vision eines geflügelten Terrors, der ihren Tempel übernommen hatte, und du trafst dort auf einen Drachen, der sein Junges beschützte. Du erschlugst den Drachen und machtest dir gegen sich über die Rückkehr von Hielas Anhängern. Gelawin bat dich um deine Hilfe, die Konfrontation zwischen einer Löwin und einem Bären zu forcieren, der in Paz-Situation ihm missfiel. Du sorgtest für den Tod von Oreanos und ermöglichte der Löwin so die Fortsetzung ihrer Herrschaft. Rümgrand bat dich in seinem Tempel im Mittagsfrost eine Tür zu seiner Domäne zu versiegeln, dem Frostbuch. Dieser wurde von einer Gruppe Bleichelfen auf der Suche nach dem endgültigen Tod und der Entfernung aus Berazrath geöffnet. Du versiegelst den Frostbuch, wie Rübern es dir befohlen hatte, und überließ die Elfen mit ihren Überlegungen über ihre fortwährende Existenz. In Tier Elvron sprachst du mit den Göttern und erfuhrst, dass Taos Verschwörung nicht mit der Vernichtung der Besehung im Dürrwald endet. Taos beabsichtigte ich nämlich, die gestohlenen Seelen Vodika zu geben, was wahrscheinlich ihre Vorherrschaft über die anderen Götter wiederherstellen würde. Vera verlangte die Tode des Erzdruiden Restin von den Etignol sowie Erona von der hohe Ovatin des Goldenen Hains. Und du erfülltest seinen Wunsch. Du zeigtest Doris, dass sich Markran mit Voedika gegen Iotas verschworen hatte und dass sie es eigentlich vorgesehen hatte, dass Doris zusammen mit den anderen Ingenieuren der Götterhammer-Bombe zu Tode kommt. Doris sagte sich von seinem Glauben an Markran los. Als du das Dorf erreicht hast, musstest du feststellen, dass es von einem Mob von Ogern angegriffen worden war. Du hast den Dorfbewohnern geholfen, die Oger zu besiegen, doch sie hatten das Dorf bereits halb zerstört. Renegade, die Bürgermeisterin von Stalwart, hat dir von Durgans Batterie erzählt. Einer uralten Zwergenfestung, und sie hat berichtet, dass die Stadt seit langem versucht, zu einer mächtigen Esse in der Festung vorzudringen. Du bist in Stalwart einem Mönch aus Ixamitl begegnet, Zahua. Du hast ihn eingeladen, sich dir anzuschließen. In Stalwart bist du Mania begegnet, einer untridischen Gabenbringerin. Sie hat erklärt, dass sie auf der Suche nach der Abtei des gefallenen Mondes sei, wo sie Erinnerungsstücke der Gläubigen ablegen solle. Du hast erfahren, dass Manea unter einer schrecklichen Last leidet, der Erinnerung an ihre Verbrechen aus ihrem früheren Leben. Sie hat dir anvertraut, dass sie in Wahrheit diese Erinnerung in der Abtei zurücklassen wolle. Du hast die Ogermatronin Berigan aufgesucht und einen Würfelstillstand mit ihr ausgehandelt. Sie hat versprochen, dass ihr Clan dich und Stalwart in Frieden lassen würde. Du bist Galvino begegnet, einem exzentrischen und übellaunigen alten Erfinder, der in der Nähe von Durgans Batterie lebt. Er hat dir von der Tradition der Festungslieder unter den Pagonenzwergen berichtet und er hat dich der Teufeling von Karok vorgestellt, einem Konstrukt, das er gebaut hat. Die Teufeling von Karok hat ein Konstrukt mit einer Seele einer Mörderin, hat gebeten, dich zu begleiten. Du hast zugestimmt. Sauna hat dir von seiner Ausbildung zum Krieger berichtet und davon, wie sein Meister ihm den letzten Teil dieser Ausbildung verwehrt hat. Die
Treffen von Karok hat offenbart, dass sie noch immer nach einem Mann jagt, der nach der Auslöschung ihres Dorfes beteiligt, der an der Auslöschung ihres Dorfes beteiligt war. Ich habe Hamke gefunden, den Mann, den die Teufelin von Karok gesucht hatte. Du hast seine Seele gelesen und der Teufelin erklärt, dass er dafür verantwortlich ist, dass ihr Haus in Kaltmorg niedergebrannt wurde. Die Teufelin hat Rache an ihm genommen. Du hast herausgefunden, wie sich die Tore von Durgans Batterie öffnen lassen und hast die alte Festung als erste Person seit 200 Jahren betreten. Tief in Durgans Batterie hast du die weiße Esse gefunden, mit der die Pagrunenzwerge sich an die Festung gebunden hatten. Nachdem du mit dem Kommandanten der Batterie gesprochen hast, hast du die Seelen der Zwerge zurück in das Rad entlassen. Sie können nun wieder in den Kreislauf von Leben und Tod eintreten. Nach deinen Abenteuern in Durgans Batterie hattest du einen Traum von einer Armee, die aus den Bergen herabsteigt und dich mit deiner bis zu deiner Festung verfolgt. Du erkanntest, dass irgendeine Macht in der Weißmark dich vernichten würde, wenn du sie nicht daran hindern würdest. Du hast von dem Eisenflegel erfahren, einer bewaffneten Bande von Rezeranen, die in der Nähe von Durgans Batterie eine Festung errichtet hatte, um die weiße Esse zu erobern. In der Festung des Eisenflegels bist du in einer mysteriösen Undritin begegnet. Sie hat sich selbst das Leben genommen, bevor du mit ihr sprechen konntest. Aber in ihrer schwindenden Seele hast du die Abtei des gefallenen Mondes gesehen. Der Schlüssel, um die Armee des Augenlosen aufzuhalten. Mit deiner Hilfe hat Manea den Salzbrunnen in der Abtei des gefallenen Mondes gefunden. Du hast sie aber überzeugt, die Erinnerung zu behalten und mit ihrer Vergangenheit leben zu lernen. Du hast die Abtei des gefallenen Mondes erreicht und Abidons uralten Leichnam entdeckt. Du hast erfahren, dass er sich selbst geopfert hat, um Eoras Zivilisation vor einem Fragment des Mondes zu beschützen, den Ondra vom Himmel gezerrt hatte. Du hast Abidons Hammer mit einem Fragment wiederhergestellt, das du unter seinen Überresten gefunden hast. Mit diesem Hammer bewaffnet warst du bereit, dich den Augenlosen zu stellen. Du hast die Augenlosen zu einem hohlen Stück des Mondes verfolgt, das sich in Kerons Narbe gebohrt hatte. Du hast dieses Fragment mit der Augenlosen darin zerstört und damit die Bedrohung durch diese eigenartigen Wesen ein für alle Mal ein Ende bereitet. In der Essenz der Augenlosen hast du Teil von Abidon erkannt, dem ursprünglichen Schöpfer. Du hast diese Essenz wieder Abidon verliehen. Dadurch erhielt er Erinnerung an den Tod, an seinen Tod und an seinen früheren Zweck der Bewahrung. Tief in den endlosen Fahnen von Nur trafst du auf einen uralten und mächtigen Drachen und erschlugst ihn. Umgeben von den Seen, die die Götter vermacht haben, sprangst du in die Grube am Gipfel der Grabinsel und nach einem schier endlosen Sturz landest du lebendig im ewigen Gefängnis, von dem dir die Dämgarn erzählt hatten. Am fernen Ende vom Brave Ehrmann trafst du Iovara, die sich an dich von deinem längst vergangenen Leben erinnerte. Sie sagte, dass du sie einmal nach ihrer Verurteilung besucht hattest und dass es dabei darum gegangen war, ob ihre Lehren wahr seien und es die Götter nicht gebe. Iovara hatte dir eine Antwort, aber keine Beweise gegeben und aufgrund deiner fortwährenden Unzufriedenheit hattest du in Sonne im Schatten Taos deswegen konfrontiert. Sie deutete an, dass deine Seele vielleicht immer noch nach einer Auflösung dieser Angelegenheit suche, obwohl Taos dir dabei wohl nicht helfen würde. Du überzeugtest Iovara, dass ihre lange Haft nicht länger in ihrem Interesse war. Du löstest ihre Seele auf und trugst Sorge, dass sie keine weitere Umdrehung von Berazat mehr dulden muss. Auf dem Weg nach Sonne im Schatten trafst du Vale, der dir vorschlug, die von Taos gestohlenen Seelen zu einem unbekannten Ort zu schicken und so ein neues Mysterium zu schaffen. In Sonne im Schatten fandest du die Kammer, in der du Taos vor langer Zeit konfrontiert hattest und hier stelltest du seine Autorität abermals in Frage. Und dieses Mal mit größerem Erfolg. In dem Glauben, dass Taos einen Neuanfang verdiente, löschtest du seine Vergangenheit und reinigste dadurch seine Seele und gabst ihm die Chance, ein normales Leben zu führen. Frei vor allem schrecklichem Wissen und Zweifel. Durch Taos Tod hast du jetzt endlich Klarheit über den Ursprung und die Natur der Götter gewonnen. Und diese Antwort schien deine Seele zu erleichtern. Die Halluzinationen und Stimmen verschwanden. Es bleibt nur noch zu entscheiden, was mit den gefangenen Seelen in Sonne und Schatten geschehen soll. Ja. Das ist das Ende der Straße, das Ende der Geschichte. Als du dich der Maschine näherst, wird der Weg unter dir plötzlich zu einer Pflastersteinstraße. Wenn du solche Visionen nicht schon in Tir Evron erlebt hättest, würdest du fast glauben, die Maschine habe dich eingesaugt und irgendwo mitten im Nirgendwo ausgespuckt. Die Sonne steht gleißend am Himmel und die weitläufigen Wiesen und dichten Wälder beiderseits der Straße können überall im Dürrwald liegen. Ein schrilles Gackern ertönt, du blickst dich um. Skeen. Neben dir steht ein unterernährter Mann, der einen abgewetzten Lendenschutz trägt und Fesseln. Sein gesamter Körper ist überzogen von Strieben. Narbengewebe überzieht sein Gesicht, wo seine Nase und seine Ohren sein sollten.
Er stinkt nach altem Schweiß und ungewaschenem Schmutz. Du siehst jemanden die Straße entlang wandern, doch die Gestalt hat dir den Rücken zugekehrt. Deine Aufmerksamkeit gilt vorerst dem mitverhaltenswerten Sklaven. Seine schwarzen Augen funkeln. Ich habe dich beobachtet, Wächterin. Du bist nur in diesem Land, in dieses Land gekommen, weil es auf dem Silbertablett serviert wurde. Und warum solltest du in Frage stellen, was dir gegeben wird? Oder wem es dir genommen oder wem es genommen wurde? Das ist die unnatürliche Ordnung der Gestandenen, der Götter der Zivilisation. You have labored at the pleasure of others. That shriveled hag in Hodrit House. Those preening soldiers with more taste for silk than steel. The wretched tribesmen playing out their fantasies of grandeur. And then you cowered and knelt before the gods themselves, begging one paltry favor and receiving riddles and visions in response. Was für andere geschuftet, für die verschrumpelte Alte im Haus Hadred, für die eitlen Soldaten, denen mehr an Seide liegt als an Stahl, für die jämmerlichen Stammesbrüder, die ihre Allmachtsfantasien ausleben. Und dann hast du dich vor den Göttern selbst kauernd niedergekniet und einen einzigen winzigen Gefallen erbeten und als Antwort nur Rätsel und Visionen erhalten. And now the gods give you orders and commands, even while you set out to fix what they cannot. Yet what have they offered you? Er kommt näher mit einem verschlagenen Lächeln und einem zerstörten Gesicht. Dein Gestank ist überwältigend. Und nun erteilen die Götter dir Befehle, während du versuchst, wieder gut zu machen, was sie nicht wieder gut machen können. Und was haben sie dir angeboten? Aus Gesicht wird zu einer misstrauischen Gemasse. Mir scheint, das ist seine Art, dir neue Befehle im Namen seiner eigenen Herrin zu erteilen. Sei auf der Hut, Talisa. Angesichts der Breite der eisernen Fesseln ist es erstaunlich, dass er seinen spindeldürren Arm überhaupt heben kann, aber er tut es und deutet auf die Person, die auf der Straße in die andere Richtung geht. The exiled queen is not an ungrateful patron. Die verbannte Königin ist keine undankbare Patronin. Du blickst die einsame Gestalt genauer an und erkennst, dass sie Roben trägt, zerschlissen und versenkt, aber dennoch edel. Aber auf ihrem Kopf ist die Silhouette einer zerbrochenen Krone zu erkennen. Sie geht weiter mit langsam entschlossenem Schritt. Finish the work Theos began. Strengthen Woodica with these souls and allow her to become the most powerful of all the gods. With you as her favorite. Skeens Stimme wird zu einem hungrigen Wispern. Wenn das Werk, das Taos begonnen hat, stärke Woodica mit diesen Seelen und erlaube ihr, zum mächtigsten aller Götter zu werden. Mit dir als ihrem Günstling. Ich habe die ganze Zeit über gegen Woodica gearbeitet. Warum sollte mir sie nun danken, nachdem ich ihren treuesten Diener besiegt habe? Das zerklüftete Loch in Skeens Gesicht legt sich angewidert in Falten. Treu und schwach, Taos hat seine Unzulänglichkeit bewiesen, als er es versäumte, dich vorher herzusehen. Ein aufgedeckter Plan ist schlimmer als gar keiner. Du hast dich als findig erwiesen. Den Plänen der Götter ebenbürtig. Woodica hat ein langes Gedächtnis, Wächterin, befreund und wie fein. Und sie hält sich an ihre Schwüre. Was meinst du mit Günstling? Woodica zu helfen würde bedeuten, dass die Geheimnisse der Götter verborgen bleiben. Er reibt sich die Hände zusammen, seine schwarzen Augen funkeln. Sicher versteckt, ja. Vor den gewalttätigen Oberherren, die sich nicht länger vor einer Bestrafung im nächsten Leben fürchten müssten. Vor den plumpen Meistern, die niemand rechtschaffen schuldig wären. Die Welt braucht einige Pläne. Oder sind die Seelen der Gestandenen so rein, dass du die dünnen Bände zertrennen willst, welche die Gesellschaft zusammenhalten? Sei auf der Hut, Talisa. Jeder, der Pläne schmiedet, wünscht eine unwissende Masse. Kann er schultern, sieht eine gerade Linie, sein Gesichtsausdruck ernst. Was sie am meisten fürchten, ist, dass wir genug wissen, um uns mit ihren Plänen nicht zufrieden zu geben. Was meinst du mit ihrem Günstling? Der Empfänger von Woodicas Segen. Sie hatte immer einen Platz für Sterbliche von besonderem Nutzen. Wenn du ihr jetzt hilfst, wird sie zum mächtigsten aller Götter. Und du machst sie dazu. Denk nur an die vielen Leben voller Belohnungen, die dir zuteil werden würden. Ich hoffe mir als Belohnung nur die Freude, blutige Splitter ihrer zerbrochenen Krone aus meinem Stab zu ziehen, wenn ich ihre Prüfung absolviert habe. Skeen lässt die harten Augen zu Duran schuschen, sagt ein Gefährte, der von seinem eigenen Gott verlassen wurde. Traust ihm wirklich für dich Bündnisse einzugehen? Skeen hebt ein Bündel auf, das vor ihm liegt und schultert es. Ich habe die Alternative erläutert, Wächterin. Du kannst als Marionette der Götter weiterleben oder als Partner eines Gottes. Die Gestalt am anderen Ende der Straße bleibt stehen. Sie dreht ihren Kopf gerade weit genug, um über die Schultern zu blicken. Ihr Gesicht ist fast vollständig verborgen, doch ein gnadenloses Auge blickt dich aus einer Wange aus verbranntem Fleisch an. Ich werde dir nicht helfen. You say that now,
But when you're standing in front of the machine, considering the lifetimes and the powers that await you, we'll see what you do. Er lacht, das sagst du jetzt, aber wenn du vor der Maschine stehst und an die vielen Leben denkst, die dich erwarten, an die viele Macht, dann werden wir ja sehen, was du tust. Er geht weiter die Straße entlang, die Sonne sinkt plötzlich unter dem Horizont und taucht die vorübergehend in völlige Dunkelheit. Als du wieder zu sehen kommst, stehst du vor der Maschine. All das Böse, das wir gesehen haben, vom Krieg des Heiligen bis heute, das war alles Boudica. Man stelle sich vor, sie würde dadurch noch stärker werden.